Also hier auf den EV. Ja, erstmal ist mir wichtig zu sagen, dass diese ganze Initiative von jungen Leuten bei den Fridays for Future irgendwie uns inspiriert hat zu sagen, wir machen eine Wallfahrt hier, wo auch die Natur wirklich im Mittelpunkt steht. Und weil gerade junge Leute da, glaube ich, auch eine besondere Sensibilität haben, dass Schöpfung auch ganz anders sein kann. Die kennen auch zu betonierte Städte und sowas, und hier in der freien Natur, ja, wird es relativ einfach, sich bewusst zu machen, diese Schöpfung, die gilt es zu bewahren. Versucht, nachhaltig einzukaufen. Also es ist alles vor Ort gekauft worden. Wir haben mit der Bäckerei, mit dem Metzger, mit allen vor Ort zusammengearbeitet. Wir versuchen in jedem Workshop das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit mit aufzunehmen und einfach versuchen, aus augenscheinlich Müll wieder was Neues zu gestalten und das damit dann so ein Stück aufzufangen. Also ich war halt schon bisschen freudig darauf, hier den Bischof zu sehen. Und ich finde es halt cool, dass hier noch so viele andere Ministranten sind, die ich halt dann noch kennenlernen kann und sowas.